so. Es geht weiter. Und zwar freue ich mich ja schon total, weil es geht wieder um das geilste hier überhaupt. Es geht um Seemonster. Diese Seemonster muss man abschießen und die können einen angreifen und sind total mächtig. Und beim letzten Mal bin ich geragequittet, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber vielleicht klappt das ja diesmal ein bisschen besser. So. Seemonster wird mich ab und zu von unten rammen. Das ist, soweit ich das gesehen habe, völlig unausweichlich. Also da kann ich nichts gegen tun. Das hat ganz gut gesessen. Jetzt bin ich ungefähr auf gleich zu. Ja. Hier kann ich echt. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Also ich kann es nicht sehen. Es rammt mich halt einfach. Es ist auch völlig unerklärlich zu sehen, wo es rauskommt. Es könnte. Das war ganz gut, okay. Das Vieh fühlt aber. Leider viel zu weit weg. Boah, verfolgt mich das Ding? Ich hab mich doch gedreht, als das schon geflogen ist. Ja, also, keine Ahnung. Okay, da habe ich wirklich selber schlecht geguckt. Wow, was? Okay, jetzt kommt es wirklich drauf an. Also, ich schwimme mal ein bisschen nach rechts in der Hoffnung, dass es mich nicht von unten rammt. Okay. Wo kommt es hoch? Ist nicht mehr. Okay, es scheint irgendwo da hinter den Felsen zu sein.
Ich hab's. Das war knapp. Das war jetzt wohl auch das Letzte. Behindertes Seemonster ist tot. Mann, Mann, das war knapp. Ich dachte schon, dieses Mal erwischt uns das Biest. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Seeungeheuer. Ja, ich auch. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Gut gemacht, Captain. Das war eine Meisterleistung. Das muss ich dir lassen. An deiner Seite zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Jetzt willst du mich aber verarschen. Nein, wir leben doch noch. Ist doch klasse. Mach ruhig weiter so. Mir gefällt's. Rasier dich! So, wir sind auf Taranis. Was wirst du jetzt tun? Der Magier Erasmus schickte mich nach Takarigua, um ihm den Monolithenstein von dort zu besorgen. Er braucht das Ding für sein Experiment. Er nennt es Reaktor. Wenn ich bei Erasmus aufkreuze, muss ich mich wieder für jeden Mist rechtfertigen. Komm, gib mir den Stein. Ich mach das für dich. Ehrlich? Danke, Mann. Dafür hast du ein Gut bei mir. Hier hast du den Stein. Also. Bring ihn zu Erasmus. Er wird sich darüber freuen. Was hast du jetzt vor? Ich bin froh, dass ich Teil deiner Crew bin. Doch um ehrlich zu sein, müsste ich mich eigentlich bei Faruko melden. Er sagte mir, dass ich zu ihm kommen soll, wenn ich von Takarigua wieder da bin. Wo ist das Problem? Dann melde dich doch bei Faruko. Ja, ja, dann darf ich mir wieder seine Standpauke anhören. Verantwortung und Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Anweisungen der Magier und so Zeug. Okay, ich habe ein wenig länger gebraucht auf Takarigua als geplant. Aber es war auch eine verdammt harte Nuss. Ja, das kann ich bestätigen. Klar, du warst ja auch dabei. Ich finde, die Magier dürfen ruhig etwas dankbarer sein. Immerhin riskieren wir Kopf und Kragen für sie. Wie wär's, wenn ich mal mit Faruko spreche? Puh, du hast mir eigentlich schon genug geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch von dir verlangen kann. Ich werd's überleben. Na schön, danke. Ich werde mich revanchieren. Erzähl ihm aber bloß nicht, dass ich auf Takarigua gestohlen habe. Er hat sowieso schon... Naja, du wirst es ja sehen, wenn du mit ihm sprichst. Was denkst du über diesen Ort? Ambitioniert, würde ich sagen. Sehr ambitioniert, was die werten Herren Magier vorhaben. Nun, die Teilerfolge geben ihnen recht, das muss man ja sagen. Bin sehr gespannt, wie das Projekt weitergeht. Komm mit. Okidoki. So, ich muss jetzt zum letzten Monolithenstein. Oh, die Gegner respawnen, ja echt. So wie es ausschaut zumindest, weil hier bin ich 100% schon mal lang gegangen. Da oben ist auch noch ein zerlegtes Vieh. Oder ich bin hier nachts lang gelaufen und hat einfach gepennt. Nee. Ich bin hier sogar auf der letzten Aufnahme erst lang gelaufen. Die habe ich auch alle umgelegt. Also mein Schaden dürfte jetzt eigentlich auch schon ziemlich gut sein. Hui, großer Stein. Omis bauen komische Dinge für komische Sachen. Passt genau in die Fassung. Beeindruckendes Bau. So, Ende jetzt. So.
Takariba. So, eigentlich kann ich jetzt hier sagen, Jungs, ich habe eine ganze Maschine eingebaut, die zu faul war, die nicht gemacht. Riecht nach Büchern und alten Menschen. Der Wächter Horas sollte sich bei dir melden. Warum macht er das dann nicht selbst? Er ist gerade verhindert. Ist das so? Nun, dann lass uns keine weitere Zeit mit Horas kleinen Spielereien verschwenden und endlich zur Tat schreiten. Wie du meinst. Meister Erasmus' Arbeit am Reaktor ist vorbildlich. Jedoch werden wir seine Effizienz immens verbessern können, wenn wir noch mehr Bergkristalle im Einsatz hätten. Einige Wächter sind auf die anderen Inseln der Südsee entsandt worden, um nach ihnen zu suchen. Leider ist bisher nur ein kleiner Teil davon bei mir angekommen. Wir brauchen unbedingt noch die Ausbeute der anderen Wächter. Horas soll nach ihnen suchen und ihre Ausbeute zu mir bringen. Das wäre auch schon alles. Horas selbst sollte genau wissen, was nun zu tun ist. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe den Kadetten Horas von Takarigua mitgebracht. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, er würde nicht mehr zurückkehren. Und der Stein? Den Monolithenstein haben wir. Sehr gut. Der Stein wird seinen Dienst verrichten, sobald er korrekt in einen Monolithen eingesetzt wurde. Was für eine gute Nachricht. Ich wusste doch, dass der alte Difuego den Stein noch hatte. Wie geht es dem alten Statthalter Difuego? Er ist tot. Oh, das ist ja... Nun, wo waren wir gerade? Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe alle Steine in die Monolithen eingesetzt. Den Erbauern sei Dank. Das hast du gut gemacht, Junge. Hier, nimm dies als Belohnung für deine Heldentaten. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Oh. Können wir den Reaktor jetzt starten? Warum nicht? Ich habe meine Forschungen abgeschlossen und die Monolithen sind bestückt. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich denke, du willst bei dem Schauspiel dabei sein, oder? Klar. Dann folge mir. Wir haben schon genug Zeit vertan. So. Ich habe alles vorbereitet. Der Reaktor müsste jeden Moment starten. Jetzt müssen wir nur noch warten und schauen, was passiert? Da geht's ab. Wow, in der Tat. Das ist überwältigend, nicht wahr? Ich muss sofort herausbekommen, wie stark wir den Energiefluss belasten können. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Was? Du musst dich wieder deinen Studien widmen. Ja, richtig. Also... Ah, ich sehe, Meister Erasmus hat es geschafft. Das ist schön. Der Reaktor funktioniert. Ja, Erasmus ist schon ein Teufelskerl. Ich bin Zacharias, der Schirmherr dieser Kolonie. Und wen haben wir hier? Ich habe die Monolithen aktiviert. So, du bist also Erasmus Beauftragter, ja? Könnte man so sagen. Ah, ja. Dann bist du der Mann, von dem sie hier alle reden. So sieht's aus. Mir wurde schon von deinen Taten berichtet. Du bist der Pirat.